Wieder einen guten Tag allerseits. Recht herzlich willkommen zum dritten Teil. Dieser dritte Teil befasst sich natürlich auch mit dem Quermass-System. Vorab aber wieder recht herzlichen Dank für die positiven Kritiken, die ich bekommen habe. Sowie auch haben wir jetzt noch einen kleinen Nachschlag, sagen wir jetzt mal so, zu dem Bereich Masten duplizieren und vervielfältigen. Wir haben ja gesehen, dass wir die Masten aufstellen können, können sie gegeneinander austauschen. Wem das zu viel ist, kann natürlich auch eine andere Variante wählen. Und zwar habe ich jetzt hier mal ein kurzes Gleichstück aufgebaut. Einmal kurz, einmal lang. In verkehrter Richtung halt. Ich kann jetzt in die 2D-Ansicht gehen. Bin auf Immobilien. Ich weiß, dass diese Schienenlänge jetzt 60 Meter, also wäre das jetzt 120 Meter. Ich nehme mir diesen ersten Mastset raus, kopiere ihn. Mit der rechten Maustaste gehe ich in das Feld hinein und rechne jetzt hier 120 Meter weniger, weil ich bin im Minusbereich, muss hier rüber Richtung Plus. Das wäre dann eben halt 520 als Wert. Gebe auf OK und wir sehen da, Entschuldigung, er steht dort, wo er soll. Noch eins, wenn jemand Blöcke verschiebt, es gibt dieses Kreuz in diesen, naja, sag ich mal, Immobilien. Hiermit kann ich zum Beispiel genau auf dem Mittelpunkt dieses Kreuz einsetzen, dann wird auch dieser Mast genau dorthin gesetzt, wo dann auch die Fahrleitung ist. Das bestätigen wir nur noch mit der linken Maustaste und sehen uns das mal an. Und siehe da, wir sind am Richtchen. Da wir jetzt aber durch dieses Auswählen die Blockfunktion aktiviert haben, werden natürlich sämtliche Achsen, die das Modell beinhaltet, auf 0 zurückgesetzt. Also ich bräuchte im Grunde genommen nur noch den Mast selbst anwählen, den Ausleger verschieben, wie so auch diesen Mast, Ausleger verschieben. Und somit steht das. Und das gleiche machen wir nochmal mit dem anderen beiden. So, da sind wir hier. Dann gibt es einmal dieses, dann kopieren, 120 abrechnen, das wären dann 460. Okay, er ist weg. Wo ist er denn hin? Da ist er. So, schauen wir uns das nochmal an. Gehen an das Ende. Wir sehen, die Masten sind die richtigen und wir stellen nur noch mal die Ausleger ein und somit habe ich dieses auch erledigt. Wie jetzt jemand mit umgeht, das sind alles nur Empfehlungen meinerseits. Wo wir dann auch gleich noch mal zu dem kommen, um da schneller hinzukommen, machen wir ganz einfach die Geschichte. Hier ist das gleiche noch mal aufgebaut. Wir gehen zum Dings selbst hin. Wir sagen jetzt, diese Bauteile sollen einmal hierher und die nächsten dann nochmal weiter 120 Meter. Um das zu zeigen, rein auswählen 229,9. Das wären dann 109,9. Okay. Was haben wir gemacht? Wir haben vergessen, die zu kopieren. Auch mir passiert das, wie ihr seht. Also, man sollte es auch vorher kopieren. So, und somit stehen sie auch da. Wenn ich einen Block einsetze, egal was es jetzt ist, erscheint er meistens in der Mitte des Bildschirms. Er erscheint, wie wir sehen, einmal als dann, wie sagt man so schön, als umrandetes Kästchen. Klicke ich einmal, wird ja stehend ausgewählt, sodass ich nichts mehr verändern kann. Und dann durch den zweiten Linksklick mit der Maus wird er dann auf der Anlage platziert. Wir werden den anderen gleich auch noch machen. So, kopieren. 169, 120 weniger, das wären dann einfach nur noch 40. Okay.
Wir sehen, sie stehen auch da. Wie gesagt, Blockdateien verändern bzw. versetzen. Das war zu schnell. Müssen wir halt die Achsen wieder neu einstellen. Das wäre jetzt einmal hier, einmal hier, einmal hier. Okay. Jetzt gehen wir zum nächsten Mast. Stellen hier auch nochmal die Achsen ein am Ausleger. Objekteigenschaften, Ausleger. Objekteigenschaften, Ausleger. Okay. Der Vorteil dieser Bauart, sage ich mal, ist der, ich könnte jetzt den Mast zum Beispiel auch weiter hinter schieben, etwas näher ran. Könnte hier zum Beispiel ein Gleis oder beziehungsweise das Gleis weiter rausziehen. Also sprich, wir haben jetzt zum Beispiel, geht zum Abzweig oder irgendwas. Ich will den haben. So, und somit habe ich mehrere Möglichkeiten, mit diesem System zu arbeiten. Gut, also sollte es erstmal bis hierhin gewesen sein. Das ist das Kopieren, worauf wir dann aber auch im Quermastsystem kommen werden. Da gibt es ab der Variante EP15 Plugin 1 natürlich die Variante. Ich bin jetzt hier in 15, dass ich hinter dieses Gleis auswähle. Moment, ich muss mal ein Stück zurück. Gedrückte Alt-Taste, das wollen wir nicht. Wir wollen das. Na, kommt her. Nehmen wir doch mal hoch, nehmen das und setze ich jetzt zum Beispiel irgendeine Immobilie ran, wie zum Beispiel, nehmen wir doch mal den langen Mast, den für drei Gleise. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, Verkehr, Oberleitung, das war RA, DB, RA, so, und da haben wir schon den Mast, so, dann klicken wir drauf. Objekt entlang des Spur platzieren, übernehmen, fertig. Oh, das war nur der einzelne Mast. Gut. Aha, was haben wir hier? Wir sehen, hier ist ein Gleis, was nicht so sein sollte. Den löschen wir mal. Objekteigenschaften, da ist nämlich der Haken drin, nämlich den als Kreuz ist er weg. So, nur um das nochmal vorgeführt zu haben, sehen wir, was damit passiert. Wir werden natürlich wieder rauslöschen, das sieht natürlich unnatürlich aus. Gut, so, das wäre es erstmal in dem Bereich, womit wir jetzt zum Quermastsystem kommen, worauf einige schon warten. Dazu bin ich in EEP16 und habe hier ein vorgefertigtes Gleisfeld. Dazu muss ich sagen, erstmal recht herzlichen Dank an Berthold für die Bereitstellung. Er hatte mir eine Anlage geschickt, wo ich ihm was erklärt habe. Und daraufhin habe ich ihn höflich gebeten, dieses Gleisfeld benutzen zu können. Das ist auch seine Anlage aus dem, ich glaube, aus dem Nürnberger Verkehrsmuseum oder so ähnlich, die er versucht nachzubauen. Ich habe jedenfalls mal etwas dazu gebaut, um festzustellen, wie gehe ich eigentlich vor bei so etwas. Das allererste ist natürlich die Gleis, also die maximale Gleisanzahl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also somit wissen wir, aha, wir kommen mit dem maximalen 14 Gleis nicht hin. Ich könnte jetzt das Auswandern auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also auf ein 10er Gleissystem und auf ein 6er Gleissystem. Man geht größtenteils heute ab von einer Gesamtabspannung. Somit werden wir hier in dem Bereich die 6 Gleise abspannen mit dem normalen QM-System und die anderen
da zeige ich euch was, wie man es am besten machen könnte. So, ich werde das mal hier gleich wieder rausnehmen. Das alt, das war falsch. Sag mal, weiter unten ansetzen, schon geht das. Was immer wieder viele falsch machen, ist, ich habe es jetzt mal rausgenommen, und zwar, man sieht jetzt ab hier, ab dem Bereich, befinden sich die Fahrleitungen am Gleis. Die sollte man auch immer nutzen, wenn man nicht was Spezielles haben möchte. Wie zum Beispiel jetzt eine neue Fahrleitung, wo zum Beispiel der Kupfer etwas besser sichtbar ist und der Gleisstiel enthält ihn nicht. Ich versuche immer, von dem Gleis die Fahrleitung mit zu nutzen. Erspart einen etwas Arbeit, muss ich mal sagen, aber man muss auf was Besonderes achten, und zwar, wenn ich mir jetzt die Gleise angucke, die sind alle, ich sagte Gleise, diese sind alle, haben jetzt hier die gleiche Länge, beziehungsweise, wie man sehen kann, den gleichen Abstand zueinander. Wenn ich jetzt hier vorne das nehme, ich gehe das mal in 2D rein, und wir sehen, bis hierher sind die Fahrleitungen elektrisiert worden. Wir wenden das mal an. Ich mache mal nur das kurze Stück, dass sie das ausreichend, und sage Gleise elektrifizieren. Okay. So. Da sieht man schon, dass es ein wirres Durcheinander ist. Also kann man eigentlich nicht empfehlen. Weil ich kriege hier nirgendwo eine gerade Länge rein, um zum Beispiel jetzt hier ein Quermastsystem einzubauen. Beziehungsweise dann irgendwelche doppelten Ausleger und. Wir werden das wieder zurücknehmen. Sonst kommen wir nämlich selber alle durcheinander. Jawohl. Gut. Um jetzt in 2D das zu gestalten. Sechsgleis ist natürlich nur alles, was mit einer T1-Bezeichnung ist. Somit werden wir anfangen, in 2D uns dieses Gleis zu merken. Und zwar brauchen wir die Gleiseigenschaften. Wir brauchen die Position X und die Position Y. Wir werden uns das erst einmal als X kopieren. So, jetzt muss ich bloß überlegen, wie das angefangen habe. Wir machen mal auf dem Immobilienverkehr Oberleitung. Wir brauchen QM. Tja, ich muss es mal kurz unterbrechen, weil im Endeffekt, ich habe mich sogar selbst verhandelt. Es sind ja keine Immobilien, die wir ansetzen wollen. Wir können es mal drunter lassen. Es sind ja Straßengleisobjekte. So, damit gehen wir in Straßengleisobjekte, sonstige. Und somit haben wir alle möglichen Masten hier, die wir benötigen. Wie gesagt, wir brauchen den 6-Gleis. Das wäre jetzt hier in 250 als Gleis. Und wir fangen an mit der Bezeichnung A, Gleis 1, und setzen diesen ein. Wenn wir jetzt in 3D gehen, sehen wir natürlich, er steht falsch herum. Und jetzt weiß ich auch, was ich beim Aufbau für Berthold gemacht habe. Und zwar habe ich diesen von diesem Gleis genommen. Müssen wir kurz gucken. Sie sehen, dass wir dieses Dreieck erwischen. So. Also. X bleibt. Kopieren. Gehen wir da rein. Gleiseigenschaften einfügen. Okay. Wir sehen, er springt dahin, wo er soll. Das Gleis. Eigenschaften. Y. Kopieren. Auf das Bauteil gehen. Einfügen. Okay, so. Wenn wir uns das jetzt ansehen, sehen wir, wir stehen richtig. Und wir haben sogar den richtig ausgewählt, weil wir brauchen kurz. Aber das ist ja bei diesen Bauteilen eigentlich
Unwichtig, ob kurz oder lang, weil diese Bauteile selbst, ich kann das zeigen, und zwar der Ausleger steht mittig, ich kann ihn dahin ziehen, ich kann ihn auch dahin ziehen. Also machen wir gleich mal dahin, wo er hin soll. Wir sehen, aha, er hängt. Jetzt könnte man in der 3D weitermachen, was auch einfacher ist, was wir auch jetzt durchführen werden. Und zwar Gleisobjekte, Straßen. Straßenobjekte, sonstiges, sonstiges. So, wir brauchen T1. Da es 4,50 Meter Abstand ist, brauchen wir 4,50 Meter RE 250. Also Deutsche Bahn, Quermaßsystem von Gleis zu Gleis. T1 ist die Höhe. Und wir brauchen eine Breite, also eine Ausführung von 450 RE 250. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt mit der rechten Maustaste und am besten arbeitet man Objekt editieren und verschieben. Eins, ich nehme das mal hinten ran hier. Drei, vier, fünf. Und den jetzt mal hier hinten ran. Und schon haben wir schon das Grundgerüst aufgebaut. So, jetzt brauche ich noch ein Endgleis. Sechs Gleis, sechs, sechs, 14, 14, 14, sechs Gleis, so. Das ist einfach der Anfangsmast mit dem A. Und wir kommen jetzt zum Endmast. Wir wollen den Endmast. Wir nehmen jetzt mal auch einen V15, also sprich einen mit Beschriftungsfunktion. Dazu sage ich gleich noch was. Gut, dann eben so. Und alles ist erstmal zusammengebaut, so wie wir es sehen. Jetzt werden wir das Ganze nochmal uns ansehen, und zwar, Moment, da müssen wir etwas in die Richtung gehen. Naja, ist etwas ungünstig jetzt, aber wir sehen es. Und zwar habe ich hier die Objekteigenschaften und habe hier das Feld Aufschriften. So, in der ersten Zeile haben wir jetzt eine 2 stehen, da kann ich zum Beispiel jetzt eine 100 eingeben. Kann mal eine Vorschau machen, dann sehe ich, dass die 100 drin ist. Auf der zweiten sage ich ganz einfach 10, Vorschau 110. Also es wird immer wieder geändert. Und somit habe ich meine Mastnummer vergeben. Inwieweit wie die Mastnummern vergeben werden, dafür gibt es sehr viele Informationen. Ich möchte dazu jetzt nicht direkt darauf eingehen, aber eins ist gewiss. Es gibt ja die sogenannten Hektometertafeln bzw. die Steine, die hier ranstehen. Wenn das mal ist, dass beide eine gleiche Zahl haben, das ist wirklich sehr seltener Zufall. Normalerweise ist das ein anderes Zählsystem, aber dazu kann man sich etwas im Google googeln und nachsehen. Somit wir jetzt erstmal auf die Einstellung selbst kommen. Wir haben jetzt dieses System aufgebaut. Wir können es hinterher noch alles einstellen. So, und damit wäre jetzt festzustellen, aha, das ist der mittlere. Also gehe ich auf den und diesen kann ich einstellen. Ich habe die Möglichkeit, den Ausleger, den Isolator, den kann ich entfernen. Wenn ich zum Beispiel jetzt als Gleichspannung, also sprich gleiche Spannung auf beiden Gleisen haben möchte, ohne irgendwelche Sachen einzusetzen. Tra-Anf bedeutet Anfang, also sprich, ich schiebe den hoch und runter, und Trend ist der Winkel am Ende. Ich kann ihn nach oben oder nach unten schieben. Somit wären wir erstmal Trend Anfang. Kommen wir erstmal da, wo wir hin wollen, und das Ende wird auf die erste Stufe. Ich wackle immer noch ein bisschen, um zu sehen, ob er sich noch bewegt. Dann weiß ich bin genau in der richtigen Stellung. Das gleiche mache ich mit den nächsten Objekteigenschaften. Natürlich muss ich den Anfang jetzt etwas höher nehmen und das Ende. Wenn wir gleich drin sind, machen wir gleich noch den Isolator, den Ausleger. Hier wäre der Ausleger, halt, weil das Gleis nicht haben, wir wollen das haben. Den Ausleger noch.
So, da das Teil bleibt, wird hier nur der Ausleger eingestellt. So, hier haben wir den Anfang einzustellen. Und das Ende. Sowie den Ausleger. Ja, jetzt denken sich mal alle viel, oh, so ein Haufen Arbeit ist es nicht. Es ist eigentlich ab, sagen wir mal, ab EP15 Plugin 1, entschuldigt, eigentlich ziemlich einfach und schnell, dieses zu erstellen. Objekteigenschaften. So. Jetzt muss ich ein Stückchen zurückgehen, damit ich das auch sehe, was ich mache. Objekteigenschaften, den Ausleger nehmen wir erstmal dort, wo er hin soll. Dann den Anfang, muss ziemlich oben sein. Und das Ende geht wieder runter. So. Somit haben wir den komplett eingestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit dem Gleis? Hier passt natürlich keiner hin. Gibt es in einigen Sets immer sogenannte, ja, Ausleger. Hier bräuchte man jetzt einen langen. Normalerweise müsste hier ein 4,50 hinpassen oder ein 3 Meter, jetzt muss ich selber sehen. Natürlich ist es nicht ein Gleisobjekt der Straßen, sondern wir müssen wieder zurück nach Immobilien. Und zwar Verkehr, Oberleitung. So, wir haben jetzt die Abspannung, wollen wir nicht. Ideal wäre natürlich dafür ein Ausleger. Wir nehmen am besten aus dem Set vom Rohrausleger. Hier sind sie. Entschuldigt bitte, ich muss erst mal gucken. 3 könnte zu kurz sein, 4,5 zu lang. Und 4,5 sieht besser aus. So, wir schauen noch mal. Objekteigenschaften. Den X-Wert brauchen wir jetzt hier. Okay, das nehmen wir weg, das löschen wir. Nein, ich will den haben. Objekteigenschaften. Es wird der X-Wert einkopiert. Einfügen. Dann haben wir die Drehung auf 180 Grad. Dann schauen wir uns das mal an. So, jetzt sehen wir auch, dass der etwas zu lang ist. Deswegen habe ich den aus dem RA gewählt, weil ich mit diesen Objekteigenschaften die Auslegerarm in der Länge einstellen kann. Und siehe da, es passt. Das müssen wir hinterher dann noch anders machen, noch genauer. Wir werden erstmal den Ausleger einstellen. Ah, das war natürlich falsch gewesen. Ich habe den kurzen statt den langen gewählt. Wir werden den. Nein, da ist er. Tausche. Natürlich wissen wir, auch beim Tauschen springt alles wieder zurück. Wir werden erstmal den Ausleger in die Position bringen. Den Auslegerarm etwas kürzen. Das wird sich wahrscheinlich noch ändern, weil wir müssen wenigstens noch wenigstens 2 U-Eisen anbringen. Und die suchen wir uns jetzt. Wir nehmen gleich aus dem RA den links. Und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit. Ich gehe immer runter, um zu sehen, dass ich auch ungefähr da bin, wo ich hin will. Weil ich setze den jetzt hier ein mittig. Er ist aber hier oben. Objekteigenschaften, wir drehen ihn mal um 180 Grad. So. Und setzen ihn an den Mast. Wie wir sehen, sehen Sie nichts. Wenn jemand fragt, geschweißte Ausführung.
Das Winkeleisen wurde angeschweißt an dem Mast. So, jetzt kann ich natürlich mit String C das kopieren. Gehe ich wieder runter, wieder hier in ungefähr Mittel, damit ich sehe, wo ich bin. Gehe runter. Das Gute bei der ganzen Geschichte, ich sehe ja, wo ich bin, auch mit meinem Gizmo. So, damit kann ich da rangehen. So weit wieder. Es ist eine kleine Sisyphus-Arbeit zum ersten Aufbau, aber ab EP5 Plugin 1 haben wir eigentlich ein sehr gutes, wie sagt man, sehr gutes Aufbauvermögen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das wieder erwische. Weil wir gesehen haben, dass etwas Luft dazwischen ist, kann man natürlich dieses Winkeleisen in der Größe etwas verändern. Man zieht es ein bisschen auseinander, um somit ein größeres darzustellen. Ich muss jetzt mal mit der String-Taste ein bisschen arbeiten hier. So. Und siehe da. Sitzpastwackel hat Luft. So. Damit sehen wir, dass wir doch mit dem Mast ganz gut hinkommen, mit dem Ausleger. Und wir haben jetzt somit ein gesamtes Bauteil fertig. So. Entschuldigt bitte, dass ich ab und zu mal unterbrechen muss, aber bei mir meinerseits sind öfters Störgeräusche drin, die ich euch nicht zumuten möchte, wie zum Beispiel Telefonklingeln, Klingeln an der Tür. Man hört's alles. Deswegen wird wahrscheinlich etwas mehr Unterbrechung sein diesmal als sonst. Also wie gesagt, es ist ein komplettes Teil, was fertig ist. Und wir werden jetzt die ganze Sache vervielfältigen. Wie bereits erwähnt, es gibt zwei Möglichkeiten bis EP15 Plugin 1 bis und ab EP15 Plugin 1. Wir machen jetzt erstmal so, wie es eigentlich, sagen wir, EP11 bis EP14 also möglich ist. Wir gehen auf das gesagt in die 2D-Ansicht. Wir sehen das. Ich nehme mir von dem Gleis dieses, na, färbt man dieses, diesen Wert, Gleiseigenschaften, 175,670, so, kopieren. Jetzt gehe ich zurück in Straßen, nehme einmal rum, sage kopieren. Position X einfügen, okay, klicken zum Bestätigen der Maustaste mit einmal mit links, es wird verändert, das zweite Mal mit links und schaue mir das natürlich im 3D-Modus genauer an und wir müssen feststellen, erstens mal nicht ganz korrekt, es ist ein Zentimeter verrückt. Somit ich das vielleicht noch weiter verschieben müsste, aber was ganz wichtig ist, da wir eine Blockdatei gewählt haben, es setzt sich alles auf den sogenannten Nullpunkt zurück. Was natürlich nicht schön ist, aber bei der 2D-Ansicht vervielfältigen ist das nicht mehr, sagen wir, zeitgemäß kann man natürlich das nicht nennen, es ist aber eben halt ein Mehraufwand, nennen wir es mal so. Um Ihnen vielleicht alles in eine Richtung zu bekommen, könnte man jetzt, wenn man diese Variante wählt, wir nehmen mal hier hinten den und schauen uns diesen an. Moment, ich muss genauer hinkommen. Nein, ich will ja den hier haben. So. Das muss ich mal sehen. Man sieht es ja am Gizmo selbst, wo wir stehen.
So, das wäre jetzt der Nullpunkt auf Deutsch gesagt. Könnt ihr jetzt die alle wegnehmen und wieder ansetzen? Was eben halt wäre, ich müsste sie, wie sagt man so schön, austauschen. Also müsste ich jetzt wieder reingehen in Gleisobjekte, Straßen, dann sonstige. Und das war gewesen GL, GL, T1, 4,50 Meter. Halt, das ist Quatsch. Ich brauche die ja nicht austauschen. Die sind ja im Endeffekt so konstruiert worden, dass ich diese editieren, verschieben. Ich nehme mal schon mal alles weg. Was ist davon, wenn man erst mit Flachmasten was macht, dann mit was anderem wieder was macht? Dann passiert das schon mal. Aber die sind ja so konstruiert worden, dass ich die beidseitig einstellen kann. Entschuldigt bitte, passiert mir auch. So. Na, komm her. Gut. Jetzt wird sicherlich die Frage kommen, warum ist das 2, 3 Zentimeter verrückt? Das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, weil es gibt am Mast selbst Bauteile, die ihm dann nicht so, na, gesagt man, wie zum Beispiel jetzt hier der Draht und so weiter, das sind mehrere Dreiecke, die ihn dann auf der Schattenstücke nach rüber verschieben. Weil er denkt, dann ist hier der Nullpunkt. Aber man sieht, man kann das alles noch einstellen hinterher wieder. Ich lasse das jetzt erstmal so, weil ich möchte Ihnen die ganz andere Variante zeigen, und zwar ab EP15 Plug-in 1, mein Gott, nee. Zeige aber eben halt noch die Variante, wenn ich das daran machen würde, weil es ist ja jetzt hier das nicht mitgenommen worden. Also gehe ich in Immobilien, tu mir dieses, wie sagt man, markieren, kopiere dies, gibt da diesen Wert ein. Okay, und er springt ebenfalls rüber. Einmal quittieren zum Ansetzen und einmal quittieren. Man sieht jetzt hier schon im Endeffekt, dass es ein klein wenig verrückt ist. Wir sehen, dass es nicht genau mittig sitzt alles. Das müsste man dann eben nachjustieren. Wie gesagt, das ist alles, was eben halt bis EP14 und EP15 ohne Plugin 1 gebaut werden kann. Ab E15 Plugin 1, darauf kommen wir jetzt gleich. Also somit wäre jetzt hier dieses ganze Bauteil rübergeholt. Ich müsste jetzt alles neu einstellen. Das ist natürlich etwas mehr aufwendige Arbeit, aber wir werden uns jetzt eins vor zu Gemüte führen, und zwar lösche ich das mal alles wieder raus. Das wäre einmal und halt Straße einmal. Entfernen. So, somit wir jetzt zu einem anderen System kommen. Und zwar wäre das erstmal, wir sind das ja als Straße konstruiert worden, also nehmen wir uns eine unsichtbare Straße, da ist sie sogar schon. Ich nehme diese und sage ihr als Gleiseigenschaften mal nicht so lang. Erstmal 30, damit ihr seht, was hier passiert. Und zwar kann hier diese Straße dann jetzt hier ansetzen. Jetzt gehe ich in Gleiseigenschaften und drehe diese in der Orientierung mal auf 0. Das ist diese Richtung. Wir wollen aber in die Richtung. Also 180. So. Was bezwecke ich jetzt damit? Es ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte die gesamten Masten, ich sag mal, vervielfältigen. Und dieser Tipp kommt von unserem lieben Icke.
dem Lutz, der hat dies in seinen Anlagen immer so bewerkstelligt. Ich durfte mal zusehen und der hat es auch mal in einem der Beiträge bei mir im großen Beitrag mit reingeschrieben, wie er es gemacht hat. Ich zeige es euch jetzt mal anhand dieser, Auflistung im Endeffekt. Dazu gehe ich jetzt in den Gleise, gehe auf das Gleis selber. Gleiseigenschaften, nehme ich den Länge raus, kopieren, gehe in Straßen, Gleiseigenschaften, einfügen und okay. Und somit sitzen wir genau an dem Punkt, wo wir hin wollen. Die nächsten Gleise, weiß ich auf alle Fälle, die sind alle 60. Wir kontrollieren das nochmal. 60 Meter. So, somit wir jetzt zur Straße gehen und sagen ganz einfach nach vorn, Gleiseigenschaften 60, okay, ich gehe mal weiter raus, damit wir es besser sehen, also immer fein 2, 3, es ist eine unsichtbare Straße, die hinterher dann bei der normalen Ansicht nicht mehr sichtbar ist, wir werden aber eins machen und zwar das, was notwendig ist. Diese Straße als erstes brauche ich nicht mehr, weil hier steht er ja schon. So, hier wissen wir, müssen wir die Gleiseigenschaften auf 90 drehen. Das machen wir jetzt mit jedem. 90. Warum das Ganze, werdet ihr gleich sehen. Es ist eine unwahrscheinliche Vereinfachung. Okay, Gleiseigenschaften 90, Gleiseigenschaften halt 90, Gleiseigenschaften, ich verrutsche mal meine falsche Zeile, so Gleiseigenschaften 90. Okay. Na, okay. So. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, sieht komisch aus, aber eine unwahrscheinliche Vereinfachung, weil wir sehen jetzt hier diese Straßen leicht immer wieder genau an den Punkten, wo die Fahrleitung existiert. Wir werden jetzt im 3D-Modus, ich hole dazu mal ein Bild mit drüber, dieses Bauteil, müssen wir jetzt mal sehen, Moment, alle Editierer, dann nehmen wir uns dort, wo wir sehen, und jetzt springen wir natürlich auf das letzte Gleis, was wir natürlich nicht wollen, wir wollen diese Bauform haben. Und somit einmal zurück. So, da wir jetzt in diesem Modus sind, kann ich das gesamte Objekt inklusive Immobilien als auch die sogenannten Straßenobjekte mit einmal kopieren und mit einmal rüberschieben. Und das Gute bei der ganzen Sache ist der, die Einstellungen bleiben. Also dieser Bogen bleibt und die, wie sagt man, die Abnehmer bleiben. Natürlich ist es hier falsch. Die stellen wir hinterher noch ein und wir werden aber sehen, was ich damit meine. Also, wir holen uns einmal dieses Modell. Wie wir sehen, es blinkt komplett. String C. Ich setze es hier wieder ein. Er hat aber diesmal die nicht mitgenommen. Warum nicht? Bin ich falsch? Ich glaube, ich bin falsch. Wir machen nochmal entfernen. Damit ist es weg. Wir holen uns das nochmal. Muss ich sehen? Ja, er leuchtet mit. String C. Und jetzt ist er mit dran. Aha. Also, wichtig, keine Editierer. Diese Einstellung muss gemacht sein. Jetzt, wie bekomme ich das jetzt daran? Jetzt nehme ich das mal wieder zurück. Wir wissen ja, wie ich es gemacht habe.
Ich gehe dann bloß rüber, tue es immer wieder neu auswählen und werde dies dann anheften. Wichtig ist, da das jetzt hier ein Endpunkt ist, muss ich dieses Bauteil, also sprich diese gesamten Blockdateien, muss ich jetzt hier nehmen, am letzten, weil da soll er ja angedockt werden. Und man siehe da, zack, er steht dran. Das Einfache, was ich noch machen muss, ich muss jetzt natürlich hier gegen einen kurzen GBRA. Halt, ich bin natürlich falsch, weil ich muss ja in Immobilien. Immobilien. Ausleger 420. Kurz. Halt, ich muss erstmal den Block abwählen. So, somit kann ich ganz einfach Objekteigenschaften. Ich stelle erst den Ausleger ein, somit sehe ich besser, wo ich hinkomme, weil ich dann besser auf der Verwaltung bin. Und den Auslegerarm ziehe ich mir zurück. Okay, und somit ist es fertig. So, dann stelle ich mir diesen ein. Und zwar muss der Ausleger natürlich auf die andere Seite. Objekteigenschaften, Ausleger auf die andere Seite. Objekteigenschaften, Ausleger auf die andere Seite. Man kann eigentlich somit sagen, wir erstellen uns jetzt hier ein Grundsystem. Um dieses dann zu vervielfältigen und hinterher eigentlich nur noch zu verschieben und dann wieder einzusetzen. Ausleger. Okay. So, und somit haben wir ein Komplettsystem, einmal lang und einmal kurz. Somit ich jetzt, Moment, jetzt muss ich gucken, diese Straße löschen wir erstmal, damit wir wissen, dass wir es erledigt haben. Ich hole das noch mal kurz rüber. Das ist mal ein bisschen ungünstig. So, ich kopiere einmal diesen Strich C. Nehme diesen, setze ihn da an. So, gehe wieder, nehme diesen String C kopieren. So. Ich nehme das Fenster jetzt mal raus. Ihr wisst ja, wie ich es meine. Muss den bloß mal. Ich nehme hinterher immer diese Hilfslinien weg. Empfehlenswert ist immer unsichtbare Straße, also irgendwas Unsichtbares. Wenn man hinterher noch etwas ausprobieren will, stören sie nicht. Jetzt nehme ich wieder. Muss ich gucken, wo stehe ich? Aha. Diesen brauche ich. Wir sehen es. String C einsetzen. Diesen entfernen. Nächste wäre der. Man muss eben halt mit dem Bild immer ein bisschen mitgehen. So, Strich C einsetzen. Moment, ich muss den erwischen. Setze ihn ran. Dann kann ich diese Straße löschen. So,
Jetzt brauche ich wieder den. Ich kopiere mir den, beziehungsweise ich wähle ihn aus, String C, setze ihn ein. Um nochmals begreiflich zu machen, was ich meinte, dass ich hier anfassen muss, an diesem Mast. Wenn ich jetzt hier irgendwo nehme, Moment, da muss ich näher rangehen, irgendwo jetzt hier versuche und den dann hier einzufügen, das funktioniert nicht, weil er kennt den Bezugspunkt nicht, weil der Bezugspunkt wäre jetzt hier auf diesem mittleren Stück, nämlich den letzten und zack, ist er dran. So. Ich lösche die Straße. Und wir holen uns noch den letzten. Den kopieren wir uns. Nehmen ihn rein. Ich halte ihn fest. Setze ihn ran. Die Straße entferne ich und dann war's das. Und somit habe ich, wie wir sehen, in ganz schneller Folge, wenn ich alles vernünftig vorher aufgebaut habe, einen halben Bahnhof abgespannt. Wenn jetzt natürlich irgendwelche Gleiswechsel drin sein sollten, beziehungsweise irgendwelche Gleise gehen weg, ist natürlich die Arbeit wieder mehr. Aber wie wir sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mal 6. Das ist halt nicht mein Tag. 420 Meter müssten das sein. Sind mit einem Schlag, wie wir sehen, in der kurzen Zeit fertig geworden. Auch mit einer Sonderbauform drinne. Und somit haben wir unsere Strecken erstmal sozusagen mit dem System abgespalten. So, was im Netz ist, ich habe hier vorgeschlagen, die mittelstehenden Masten zu nehmen, also sprich 2x225. Ich habe da noch ein anderes vorgefertigtes Bild für euch bzw. Anlage, worauf wir später kommen. Aber ich sage mal, die Geschichte jetzt hier mit dieser sogenannten QM-System, es ist egal, ob das nun das 6, 10 oder 14 Gleis ist. Es ist alles das Gleiche. In neueren Bereichen wird auf alle Fälle versucht, nicht mehr die Bahnsteige zu überspannen, sondern mittels in der Mitte die Verhaltungsmassen durchzuführen. Es wird auch bei der Deutschen Bahn jetzt derzeit daran stark gearbeitet, dieses ganze System eigentlich zu entfernen und dann eben halt durch Rohrausleger zu ersetzen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt hier links und rechts einen Rohrausleger reinbauen. Dafür ist aber in vielen, vielen Bahnhöfen, die ich gesehen habe, bisher noch nicht alles getan worden. Aber zumindest hier vorne in dem Bereich dann wird dann übergegangen, zum Beispiel in Rohrauslegern oder einfachen Masten, die zwischendurch Bus abfangen. Dazu aber einer mehr, wenn wir danach sind. Ich hoffe doch, es hat euch bis jetzt erstmal so gefallen und ihr kommt mit dem so klar. Ich werde mal in die normale Ansicht gehen, damit die gelben Striche verschwinden. Wie wir sehen, ist diese Abspannung ganz schnell erledigt. Natürlich, wenn man es in 2D macht, weiß ich selber, es ist eine Fummelarbeit, aber die Geschichte so aufzubauen, geht eigentlich ziemlich schnell. Und somit wäre es das erst einmal für heute wieder gewesen. Die nächste Zeit werde ich so schnell kein Video machen können, weil ich viel unterwegs bin. Ich werde aber versuchen, euch das eine oder andere im Forum dazu irgendwie zu schreiben, wenn irgendwelche Fragen sein sollten. Versprechen kann ich es nicht, da ich natürlich nicht weiß, wie ich internetmäßig angebunden bin. Somit wünsche ich euch ein paar schöne Tage und man hört sich bis demnächst. Ich wünsche euch was. Tschüss.